Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Stream, und zwar zu Pokémon zu Pokémon Saphir Edition. Ja, ich begrüße natürlich alle, die gerade auch live eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Falls ihr Tipps, Tricks oder Fragen habt, könnt ihr ganz gerne schreiben. So. Und dann geht's auch schon los. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Mir geht's gut und nein. Die Zusammenstellung des Teams ist bis jetzt noch komplett unbekannt. Weil ich starte doch gerade das Spiel. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysteriösen der Pokémon aufzudecken, widme ich mir der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Fein, wie heißt du? Neuer Name. Jetzt brauche ich mal. Ja. Das. Kriege ich sogar hin. Gott sei Dank. So, Dragon. Ja. Okay, jetzt hab ich es. Du heißt Dragon und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort.
So. Okay. Mutter Dragon, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Es ist idyllisch. Man kann hier sicher wunderbar leben. Meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Dragon. Lass uns hineingehen. Siehst du es, Dragon? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Dragon, dein Zimmer ist oben. Schau mal es dir dort an, mein Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss sie nicht einzustellen. Ja. So, die Uhr ist stehen geblieben. Stell sie ein und zieh sie auf. Ja. Oh, dieses AM und so. Das ist jetzt Zähne, aber. So. Ja. Mutter Dragon, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett erledigt. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Okay. Dragon schaltet den PC an. Was möchtest du tun? Item nehmen. Ein Trank. War doch praktisch. So. Dragon schlägt Notizbuch auf. Nummer 1 für Abenteuer. Öffne das Menü mit Start. Regel Nummer 2 für Abenteuer. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Die übrigen Seiten sind leer. Okay, dann geht's nach unten. Switch zum Zocken. Nee, Fabio, das ist ja. Da gab's niemals eine Switch, sondern eher die GameCube, wie Stone. Oh, Dragon, schnell komm hierher. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Interviewer, das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei? Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, eins von Fatihs Freunden lebt hier. Birk ist sein Name. Er lebt gleich neben, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. So. Bevor ich mich aber vorstelle, nochmal. Hier ist die Game Boy GameCube. Das ist ein Nintendo GameCube. Ein GameCube Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Na? Also damals gab es noch gar keine Switch. So. Okay. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Rang, unser neuer Nachbar, hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Mein Alter. Das nenne ich meinen Textfehler auf professioneller Ebene.
Deine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaften zu schließen. Lass doch mal die Treppe hoch. Lauf doch mal die Treppe hoch. So. Bei guter Gesundheit, Items verstaut, fehlt noch was? Wer bist du denn? Ach, du bist Dragon. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaften zu schließen. Ich habe von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Dragon. Und wir Freunde werden. Ist das nicht einmal? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Drang, wir treffen uns später. So. Okay. Ach nee, ich muss ja erst das Paket abgeben, dann bekäme ich ja die Turboschuhe. Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Hilfe! Hilfe, du dort da drüben, bitte Hilfe. In meinem Beutel findest du ein paar Pokebälle. Wo willst du denn hin? Lass mich nicht im Stich. Okay, wir kriegen jetzt unser erstes Pokémon. Und zwar entweder Hydropi, Flamly oder Gagabo. Und privat habe ich Flamel. Ich spiele privat auf der Rubin, deswegen kriegt ihr die auch nicht zu Gesicht. Habe ich schon Flamely genommen. Aber nehme ich jetzt Gekabor? Oder nehme ich Gewaltrohr. So. Okay. Ja, es nimmt mir jetzt. Ich nehme Hydropi als Starter.
Hast du... Ich will Gekabor nehmen. Okay. Okay. Warum willst du ein Gekabor nehmen? Weil Pflanzen-Pokémon findet man zum Haufen und Hydropi ist ein Wasserboden-Pokémon, was man nicht so häufig antrifft. Und ich habe auch gerade noch mal nachgeschlagen nebenbei, ja, dass ja, es nicht so gut ist in der Generation gerade das zu nehmen. Ja, Fabio, aber es ist ja mega. Hier gibt es keine Mega. Und es erlernt mehr spezielle Attacken als ihr Zier, deswegen. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, du bist doch Dragon. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Dragon. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, die Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Also vielen Dank dafür, dass du mich gerettet hast. Möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Dragon erhält Hydropi. Willst du... Nein. Wenn du dich erstmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs Michael studiert an der Route 103 Pokémon. Hast du nicht Lust, Michael dort zu suchen? Ja. Großartig. Michael wird sich auch sehr freuen. Soll ich dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein? Okay. So. Einmal kurz heilen. Okay. Gut. 101. Da ich noch keine Bälle besitze, ist das natürlich... ja. Oh, ich wollte eigentlich meiner Hydropis Wesen Ausschau halten. Es macht das Wompe mit zweimal Tackle fertig. Okay, Pokémon. Bericht. Mild. Was macht nochmal das Wesen mild? Das ist... Hm.
Spezialangriff hoch, Verteidigung runter. Nee. Oh, Mist. Hab nicht das Richtige erwischt. Egal. Zickzacks. Okay. Ja. Heuler. Na komm, noch ein Heuler. Oh Mann. Minus 3 Verteidigung, das zimmert aber trotzdem nicht rein. Dann hat das dann... Heuler. Minus... Ach nee, er senkt meinen Angriff. Minus 4. Ah, ich habe ja minus 4 Verteidigung. Nee, minus 4 Angriff. Okay, Lebensschelle. Okay. So, einmal Pokémon auffüllen. Das Hydropi ist ja schon wieder fast besiegt worden. Und im Moment ist der Hydropi auch nur mein einziges Pokémon. Deswegen bin ich dann noch vorsichtiger. Pokémon Markt. Willkommen. Kann ich kaufen? Okay, ich kann noch keine Bälle kaufen. Das heißt, ich muss erst wirklich 103. Okay. Erreichen. Ah, da ist Maike. Mal sehen, dieses Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi Dragon. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ja. Ein Pokémon, Kickaboa. Ja, sie nimmt immer das, was gegen uns sehr effektiv ist. Und, ouch. Nebenschelle nicht sehr effektiv, senkt aber seine Genauigkeit. Genauigkeit minus 1 ist schon mal nicht schlecht. Minus 2. Ab minus 3 ist schon gemein. So. Dann ist nur noch 50-50. So. Minus 4. Minus 5. Okay, genau. Ja, der haut aber trotzdem noch rein. Aber Genauigkeit minus 6. Das ist schon mal gemein. Heuler. Oh oh, ich muss. Okay. Angriff minus 1. Nein, danke. Du besiegst mein Hydropi. Nicht so einfach. Okay. Ja, irgendwann machst du Angriff
minus 2. Und jetzt zieht es nur noch 2 KP ab. Angriff minus 3. Ah, er senkt meine Verteidigung. Natürlich. Angriff minus 4. Ja, weil ich seine Genauigkeit erstmal gesenkt habe, trifft er auch mit nicht mehr so oft. So. Jetzt hat er Angriff von minus 6. Und ich habe, glaube ich, Verteidigung minus 2. Also von daher. Oh, das war ein Volltreffer. Okay, Gekabor besiegt. Hydropi Level 7. Spieler besiegte Michael. Wow, das war spitze, Dragon. Du bist ein Naturtalent. Dragon gewinnt 300 Pokédollar. So, ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurzer Zeit. Es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Okay. Aber bevor ich ins Labor gehe, erstmal Heilung. Danke, dein Pokémon ist wieder fit. Komm wieder Zeit vorbei. Dankeschön. So. Dragon, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. So. Und einmal ins Labor. Oh, Professor, hallo Dragon. Ich habe gehört, dass du Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Hey, Maike hilft mir sehr lange dabei, meine Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Dragonite Pokédex. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registrierst. Michael geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Oh wow, Dragon, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokéball erhalten. Dragon packt Pokéball in die Balltasche. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mir wirklich überall um den. Ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Okay. Wie viele haben wir jetzt eigentlich bekommen? 5. Okay. Oh, Mutter. Warte, Dragon.
Hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Was für ein hübsches Pokémon du hast, ist von Professor Birk erhalten. Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für deine Abenteuerreise sind die Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Dragon zieht Turbo-Treter an. Für die Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte B gedrückt, wenn du die Turbo-Treter anhast, um zu rennen. Schlüpf in die Turbo-Treter und erobere die Welt da draußen. Sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Okay. Okay, das geht doch. Zickzacks. Nee, ich möchte kein Geradax. Wenn es halt nur Normal-Pokémon ist. Tackle. Okay. Angriff minus 1. Tackle. Okay, nur minus 1 Angriff. Willst du mich etwa vernichten? Das wird nichts. Hydropie erhält. Okay. Noch ein Zickzacks. Oh. Ich brauche kein Zickzacks. Oh, das Ding hat kaum Verteidigung. Das merke ich ja jetzt schon. Obwohl es mein minus 2 Angriff dürfte es gleich weg sein. Ah, doch nicht. Okay, 4 KP. Gut. Hydropia erhält 25 Erfahrungspunkte. Okay. Auf jeden Fall noch mal kurz rein. Okay. Gut, danke. Deine Pokémon sind wieder fit. Ja, kommt jederzeit wieder vorbei. Jetzt in den Pokémarkt. Okay, kann ich dir helfen? Ja, Bälle. Ja. Ich nehme die 15 Bälle. Ja, nach 10 Stück kriegt man Premierball und einen Trank. Weil die anderen Sachen nehme ich erstmal nicht mit. Okay. Route 103. Mal gucken, was es jetzt hier gibt. Ein Pfiffchen. Ja, ist ein gutes Unlicht-Pokémon. Was aber kaum Verteidigung hat. Na, fange ich's? Okay, ich versuche es. Gut, toll, Pfiffchen wurde gefangen. Okay, Eintrag. Pfiffchen. Okay, die Einträge lese ich jetzt nicht vor.
Aber schon mal schauen. Robust. Okay. Wesen robust. Ist neutrales Wesen. Okay. Das kann man gut. Das kann man mitnehmen. Okay. Mal weiter schauen. Zickzacks. Nee. Danke. Okay. Das Zickzack ist auf jeden Fall schon mal weg. Gut, Hydropi Level 8. Okay. Nee, surfen kann ich ja noch nicht oder angeln. Okay, noch ein Zickzacks. Heuler. Okay. Noch ein Heuler, es heult mir die Ohren voll. So, ciao, Zickzacks. Okay. Okay, Zickzacks. Deckel. Heuler. Okay, Lebensschwelle. Okay, also Lebensschwelle ist auf jeden Fall nur für die Genauigkeitssenkung, ansonsten ist es doof. Heuler, minus 2. Mann, heul mir doch nicht die Ohren voll, Zickzacks. Jetzt bist du aber weg. Das kann ich dir mit 300% Genauigkeit sagen. Okay. So. Jetzt einmal das Pfiffchen und Hyldropi heilen. Ja. Okay. Okay, Route 102. Ich tausche erstmal Pfiffchen gegen Hydropi ein, dass ich mein Pfiffchen erstmal kurz offiziell am Pokémon-Trainer daher kannst, wenn du Pokémon bei und du kannst du offiziell am Pokémon-Trainer daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Ja, du bist mein erster wirklicher Trainer. Zickzacks, Level 5, Vivian, Deckel. Oh, 6 KP. Heuler, das arme Vivian. Na komm, mit 6 Angriff. Minus 3er Angriff. Das heult immer noch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, Deckel. Heuler, minus 4er Angriff.
Aber Vivien zieht trotz minus 5er Angriff sehr viel noch ab. Boah, das war ein Volltreffer. Okay, jetzt hast du minus 6er Angriff. Und das Zickzacks ist tot. Yo, Vivien Level 4. Oh, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Drache. Dragon. Okay. Ah, ich habe mich natürlich mal wieder falsch geschrieben. Ah. Okay, Käfersammler. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinen Käfer-Pokémon gegen dich. Ja. Jetzt wäre Flemmli gut. Wombel. Vivien. Na komm, das Wombel hat gegen dich keine Chance. Fadenschuss. Setzt Enid auf minus 1 runter. Es ist langsamer. Okay. Das Vivien soll noch überleben. Deswegen einmal austauschen. Hydropie. Okay. Enid sinkt um 1. Aber Hydropie macht einen Volltreffer und das erste Wampel ist weg. Da sag ich doch, das erste Wampel. Er schickt das zweite direkt hinterher. Na, Hydropis-Attacke ging natürlich daneben. Fanschuss, Hydropis-Init sinkt. Jetzt ist minus 2. Okay. Willst du mich jetzt verarschen? Minus 3? Setzt du irgendwas anderes auch mal ein? Deckel. Machst 2 KP Schaden. Wow. Mit minus 3 ist das Hydropisch langsamer als ein Wombel. Okay. So, Hydropin Level 9. Spieler besiegte, ja, Käfersammler. Boah, besiegt und verloren. Dragon gewinnt 64 Poké-Dollar. Ja, und was mache ich jetzt? Dankeschön. Ich renne in ein Wampel rein. Mist. Egal. Ich habe nicht auf Vivien's KP gesehen. Ich wollte erstmal heilen gehen. Weil für das arme Vivien-Game kam gerade jede Hilfe zu spät. Okay. Okay, komm jederzeit bei uns vorbei, ja. Es geht doch. So. Okay, in was für einen Kampf bin ich jetzt reingerannt? In einen Zickzacks. Okay, Deckel. Heuler? Klasse, Vivien. Oh, das Ding hat no. Okay, das Ding hat eine Verteidigung. Okay. Na komm.
Okay. Tackle. Oh. Okay. Für sein Level hat es aber schon guten Angriff. Okay. Hat, na komm. Noch ein Heuler. Okay. Ich fang's doch, weil das Ding hat eine gute Verteidigung für Level 4. Zick, zack, es wurde gefangen. Okay. Zick, zack, es wurde ein Eintrag. Okay. Nein. Okay. Es ist so ruhig. Oh, das Ding ist ein Spezial. Okay, kein Wunder, das Ding hat schon Verteidigung 9. Und es hat die Fähigkeit Mitnahme. Ja. Hallo, Wampel. Na komm, Deckel. Okay, Pfiffchen. Fadenschuss. Okay. Okay, Deckel. Oh, Pfiffchen hat noch eine KP. Pokémon, ich will kein Wampel mit dem Steam nehmen. So viel sei einfach mal sichergestellt. Und Fadenschuss, Inet singt. Okay, Tackle. Okay, Wampel wurde besiegt. Okay. Hydrobi-Tausch. Ich lasse jetzt erstmal die... Ich versuche jetzt so wenig wie Trainer möglich mitzunehmen, damit ich später für die anderen Pokémon, die ich mir noch fange, ein bisschen Trainingsobjekt Trainer habe. Deswegen laufe ich auch durchs hohe Gras. Hallo Zickzacks. Okay. Willst du mich verarschen? So. Okay, wir sind in Blütenburg City angekommen. Okay. Einmal heilen, bitte. Dankeschön. Und... Wir gehen natürlich weiter und ich tausche erstmal aus. So, hey, da bist du, hey, da bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern. Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie an einen neuen Ort kommen? Sie gehen als erstes in die Arena im Ort.
Schau dir doch die Arena von Glückenburg City. Das ist das Logo der Arena, daran kannst du immer eine Arena erkennen. Hey, lässt er mich jetzt nicht raus? Oh Gott. Okay, er lässt mich wirklich nicht raus, wenn ich nicht in die Arena gegangen bin. Okay, Vater. Na, wenn das nicht Dragon ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ihn ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so, du bist ein Pokémon-Begleitung? Ich glaube, du wirst in meine Fußstapfen als Trainer treten, Dragon. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum abwarten. Ich hätte so gern einen Pokémon, bitte. Vater, wie du auch gut. Du bist Taiko, nicht wahr? Ich werde da meinen Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde da doch einsam. Daher werde ich gern ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Vater, oh, ich verstehe. Drang, hast du das gehört? Hilfst du bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen? Hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat ein Zickzack erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Ich gebe dir diesen Ball, dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh wow, danke schön. Drang, kommst du wirklich mit mir? Okay, das Fangtutorial. Okay, Dragon. Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesen hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Oha, okay. Oh, Trassler ist erschienen. Okay. Okay. Minus 1 Angriff, aber es kann auch K.O. gehen. Hätte es jetzt nicht Heuler eingesetzt, wäre es weg gewesen. Okay. Das Fang-Tutorial. Okay, Trassler wurde gefangen. Gut. Oh, ich hab's geschafft. Es gehört mir mein Pokémon. Drang, Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier ist Ihr Pokémon zurück. Dragon, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut und darum kümmern. Oh, meine Mama wartet hier schon darauf. Oh, ich muss nach Hause. Bis bald, Dragon. Nun, Dragon, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaro City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages
gegeneinander antreten. Aber erst wenn du stärker geworden bist, Dragon. Ja. Okay. Gut. Wampel. Okay. Jetzt heißt es hier erstmal ein bisschen trainieren. Und nach den richtigen Pokémon Ausschau zu halten. Oh, mein armes Pfiffchen. Na komm. Okay. Ey, Pfiffchen, nicht daneben gehen lassen. Na komm. Warnschuss, Pfiffchen sinkt. Okay. Endlich, Pfiffchen. Level 5. Ist doch nicht schlecht. Pfiffchen erhält Jaula. Erlernt Jaula. Erhöht seinen Angriff. Okay, noch ein Wampel. Okay, Deckel. Du machst schon gut Schaden, Pfiffchen. Aber Fahnenschuss. Minus 2er Inet. So, Jaula. Plus ein Angriff. Minus ein minus 3 Init. Pfiffchen ist doch jetzt langsamer als du, Wampel. Also könntest du es doch jetzt endlich mal besiegen. Pfiffchen, noch ein Deckel. Wampel hat gerade mal 2 KP abgezogen. Okay. Jetzt geht's weiter mit Wampel. Okay, Pfiffchen, Jaula. Weil du jetzt erstmal schneller bist, erhöht deinen Angriff um 1. Macht gleich auf um 2. Okay. Gut. Tackle. Minus 2 Init. Das ist nicht so das große Problem. Okay, nochmal. Deckel. Gut. Okay, Pfiffchen. Ich will jetzt noch eins der seltenen Pokémon mal versuchen zu fangen. Auf der Route. Nee, es ist wieder ein Wampel. Okay, ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich dann auch wieder. Einmal Jaula. Ich hoffe einfach, dass jetzt nochmal das Pfiffchen richtig stark wird. Deckel. Das macht ja gar nichts. Okay, noch ein Deckel. Das plus 3 hat sich schon. Plus 3 oder plus 2 hat sich schon ziemlich gut gemacht. So, Wampel weg. Gut, Leute, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Es hat auch einen Grund. Ich werde hier jetzt ein bisschen trainieren und auch ein bisschen Pokémon fangen, weil das im Livestream ein bisschen sehr zeitaufwendig ist. Mache ich hier jetzt einen Cut. Wir werden uns dann wiedersehen. Ich werde keine Ohren machen. Ich werde das euch alles dann auch zeigen, was dann bis dahin passiert ist. Na? Und ich sage, wenn ihr so, wenn ihr es hier auf YouTube seht und es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da. Falls ihr Tipps, Tricks oder Fragen habt, könnt ihr ganz gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Damit würdet ihr mich unterstützen und auch nichts mehr verpassen. Und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.